Hochqualifizierte und Freunde des kritischen Denkens. Gerade bekomme ich jetzt die Nachricht rein, auch auf dem Handy, dass die Deutsche Post sich mit Verdi über einen Tarifvertrag geeinigt haben. Ich lese mal eben vor, wie da die Konditionen sind, weil soviel ich weiß, wollte Verdi 15% für 2 Jahre oder mindestens für 1 Jahr fest. Ja? Und das ist ja schon ein Angebot mal abgelehnt worden, glaube ich, irgendwie mit 3.000 € Sofortzahlung und 10%. Das wurde ja abgelehnt. Und jetzt haben wir diese, mal gucken, ich lese mal eben vor. Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi einigen sich auf einen neuen Tarifvertrag für 160.000 Beschäftigten. Mit der Einigung werden langwierige Streiks vermieden. Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für 160.000 Beschäftigte im Logistikkonzern geeinigt. Dies teilten die Tarifparteien mit. Alle Beschäftigten erhalten demnach ab dem 1. April 340 € mehr im Monat. Dies bedeutet laut Post eine durchschnittliche Lohnerhöhung um 11,5%. Also schon mal weniger als die 15%. Ja, aber gut, jetzt kommt das Entscheidende, glaube ich. Hinzu kommt eine Sonderzahlung von insgesamt 3.000 € über 15 Monate. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt insgesamt 24 Monate. Also 2 Jahre. Und diese 3.000 € fast 1,5 Jahre. Ich meine, das ist ja eigentlich nur, man muss ja mal festhalten, wir hatten 3 Jahre keine Lohnerhöhung und wir haben eine Inflation von mindestens 9%, was offiziell, ich meine, unsere Inflation ist ja vielleicht bei 15-20%, wenn man manche Lebensmittelpreise sieht und Strom und Gas dazu nimmt und Mieten, alles wird teurer und wir müssen mal gucken, wie das dieses Jahr noch teurer wird und was jetzt auch noch teurer wird durch die Erhöhung, ob jetzt hier Leute entlassen werden. Weil das stand ja auch schon irgendwie im Raum, habe ich jetzt mal gehört, dass die Post, wenn so Abschläge sind, dass die auch vielleicht Leute abbauen wollen. Die machen da, glaube ich, den meisten Gewinn, glaube ich, von 69 Milliarden Euro letztes Jahr mit Paketsendungen außerhalb Deutschlands, also im europäischen Raum. Und vom Briefverkehr haben die, glaube ich, ganz wenig. Und ja, aber wir lesen mal weiter. Ich meine, ist schon okay, 24 Monate ist okay, schreibt mal aber in die Kommentare rein, seid ihr bei der Post beschäftigt, seid ihr mit dem Abschluss einverstanden oder hätte man mehr raushandeln müssen, weil die Post AG oder hier, die haben ja fette Gewinne eingefahren, machen wir uns da mal nichts vor, also das ist schon knapp, ja, ich denke mal, ist schon okay, aber drunter wäre schon schwach gewesen, ne? Gut, aber man hat sich halt geeinigt, ne? Mit der Einigung wird voraussichtlich ein unbefristeter Streik abgewendet, für den sich die Gewerkschaftsmitglieder in einer Urabstimmung bereits ausgesprochen hatten. In einer weiteren Urabstimmung werden sie jetzt über die Verhandlungsergebnisse abstimmen. Die Gewerkschaft empfahl die Annahme des Verhandlungsergebnisses. Achso, die müssen noch zustimmen. Aber ich denke mal, ja, ist okay, ne? Oder ist, mal gucken, was noch hier steht. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kostic äußerte sich zufrieden. Mit diesem Tarifergebnis wird unser wichtigstes Ziel, einen Inflationsausgleich insbesondere für die unteren Einkommensgruppen zu schaffen, nach den aktuellen Prognosen zu den erwarteten Preissteigerungsrate erreicht, sagte Kostic laut einer Mitteilung. Postpersonalvorstand Thomas Oglivi sagte, wir sind im Interesse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unseren Kunden und unseren finanziellen Schmerzgrenze hinausgegangen. Ha, haben aber einen fetten Gewinn eingefahren. Ne? Das wird dann hier, ne? Und man muss auch sehen, hier 3 Jahre eine Nullrunde gefahren. Ich werde mit dir, dass die Post auch hier in der Corona-Zeit, in den letzten 2 Jahren, auch gute Gewinne gemacht haben. Da haben wir, haben die Angestellten nichts bekommen. Ne? Wichtig ist, dass wir längere Streiks zulassen unserer Kunden und Unternehmens vermeiden konnten. Große Mehrheit stimmte über unbefristeten Streik. Also das war ja schon bekannt, dass sie das angedroht haben, ne? 85% stimmten unbefristete Zeit. Ja. Lohn zu, damals massiv. Also ein unbefristeten Streik
hat ein bei den Logistikern zuletzt 2015 gegeben. Damals waren massenweise Pakete und Briefe liegen geblieben. In der aktuellen Tarifkonflikt hatte Verdi bereits im Januar und Februar zu zeitlich begrenzten Warnstreik aufgerufen, nachdem der vorherige Tarifvertrag zum Jahresende ausgelaufen war. Jetzt ist ja das hier, das ist ja jetzt Vorlage für die anderen, die jetzt noch streiken werden. Ne? Also hier ist öffentlicher Dienst, ne? Das muss auch noch, die streiken bestimmt auch noch. Und der ganze Einzelhandel, Lebensmittel und die ganzen unteren Gehälter, die müssen wirklich angehoben werden. Und eben habe ich auch noch gelesen, dass der Mindestlohn bei diesen Preissteigerungen und bei dieser Inflationsrate, die weit über 10% ist, ja, dass der bei 14,13 Euro kommen soll, habe ich irgendwo gelesen. Das ist wohl auch vertretbar. Aber schreibt eure Meinung mal rein. Und ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Und bis zum nächsten Video. Teilt das Video. Wer neu ist, ein Abo da lassen, damit ich hier weiter für euch hier Informationen sammeln kann. Und bis zum nächsten Video. Ne? Okay, schönen Samstagabend noch.